perspektivischen Anforderungen an die sozialistische Kommunalpolitik entsprachen die Karl-Marx-Städter Volksvertreter und Staatsfunktionäre mit vielfältigen Initiativen. Hier traf der Oberbürgermeister mit Vorsitzenden der Produktionskomitees wichtiger Betriebe zusammen. Es ging um die Perspektive der Stadt, um die Entwicklung sozialistischen Lebens und Wohnens, auch im künftigen Baugebiet Markersdorfer-Helbersdorfer Hang. Da wird der Rat der Werktätigen gebraucht. Da sind die Gedanken der Werktätigen mit den Ideen der Städteplaner und Bauschaffenden zu vergleichen und abzuwägen, um zur ökonomischsten Lösung zu gelangen. 27 Kollektive und Persönlichkeiten des Bauwesens zeigten ihre Entwürfe im städtebaulichen Ideenwettbewerb zur Gestaltung dieses großen Wohnungsneubaugebietes, in dem in der Zukunft mehr als 20.000 Wohnungen im Süden unserer Stadt entstehen sollen. Dieser städtebauliche Ideenwettbewerb, hier von namhaften Experten des Bauwesens unseres Bezirkes und der Republik sowie von Vertretern der Künstlerverbände unter Vorsitz von Professor Edmund Kollein juriert, brachte unterschiedlichste Ergebnisse. Kühn und verspielt, utopisch und kostspielig. Aber auf den schöpferischsten Leistungen und Lösungen der Besten, verbunden mit dem Rat der Karl-Marx-Städter, die in der Ausstellung die Modelle lebhaft diskutierten, sollte zur effektivsten Gestaltung vorgestoßen werden. Hier die Jury am später preisgekrönten Modell, das zur Grundlage der weiteren städtebaulichen und architektonisch-künstlerischen Überlegungen wurde. Der Rat der Ausstellungsbesucher, die ausführliche Diskussion der Juryentscheidung durch die Bürger, wurde von den Baufachleuten im weiteren Prozess der Arbeit gründlich bedacht und berücksichtigt.